Herzlich willkommen bei Autobild TV und wir sind bei der Weltpremiere des Audi A7. Neben mir steht da der Mann, der dieses Auto zu verantworten hat, Marc Lichte. 2014 war es, als wir den Prolog sehen durften. Unsere Überschrift ist Prolog Reloaded. Dürfen wir so sagen, oder? Das gefällt mir sehr gut. Ich habe ja damals gesagt, dass das der Prolog wirklich ein konkreter Teaser ist für drei Fahrzeuge, A8, A7, A6. Und dieses Auto ist wirklich die Essenz des Audi Prologs. Wir durften gestern ein bisschen in deinem Design-Team rumstöbern und ist jetzt keine Schmeichelei, man muss feststellen, dass die Leute alle für das Auto gebrannt haben. Was mich besonders fasziniert hat, war A, das Lichtdesign. Und ich glaube, das ist auch für euch eine ganz wichtige Signatur, die man hier vorne sieht. Was gefällt dir da besonders gut? Es ist ja so, dass Audi hat ja im Prinzip das markante Tagfahrlicht eingeführt. Mittlerweile ist es jedes Fahrzeug und ich habe gesagt zu meinem Team, ich möchte jetzt den nächsten Schritt haben. Und was wir hier machen ist, wir gehen komplett weg von horizontal, wir gehen auf vertikal und quasi in die dritte Dimension. Und das ist für mich Digitalisierung sichtbar gemacht. Da bin ich extrem stolz drauf. Und gerade auf das Tagfahrlicht hier, der obere dunkle Bereich, quasi die Pupille, ist bei Tag das Auge und bei Nacht ist das Ablendlicht. Das finde ich einfach grandios. Diese technischen Möglichkeiten, die es dann auch gibt, sagen wir mal mit dem Blinkerwischen, dass man keine Farben mehr irgendwie in so einer Lampe hat, ist das für dich als Designer auch was, was dir viel mehr Freiheiten gibt? Absolut. Ich meine, wir streben ja bei der Technologie, wir wollen ja Technologie Hightech sichtbar machen. Und vor allem, haben Sie ja vielleicht gesehen, es leuchtet ja extrem homogen. Und durch die vertikalen Elemente kann man wirklich den Wischen im Blinker perfekt visualisieren. Also ist für mich eine fantastische Animation. Kommen wir nochmal zu den Muskeln dieses Autos, was ihr mal so schön sagt. Also Schulterlinie runtergezogen, der Single Frame noch tiefer. Also mehr geht eigentlich nicht, oder? Nein, ich sagte ja auch gerade in der Präsentation, dieses Auto hat wirklich für mich perfekte Proportionen. Wir haben Riesenräder, kurze Überhänge, flache Haube, flaches Dach. Und dieses Thema Muskeln ist für uns deshalb so wichtig. Audi steht für Quattro. Unsere Wettbewerber haben einen Heckantrieb. Die haben eine Proportion, die ist nach hinten gelagert. Wir nicht. Wir haben eine Kabine zentral zwischen Rädern und deswegen betonen wir alle vier Räder. Und das ist für uns, das macht ein Auto sexy, kräftig und einfach Audi sichtbar. Gut, Front, Seite, alles wunderbar, aber das Sahnestück, das gucken wir uns jetzt nochmal hinten an. Das machen wir sehr gerne. So, dann stehen wir jetzt am Heck des Audi A7 und hier sieht man tatsächlich nochmal das, was ihr vor 2014, also vor mittlerweile, was sind es dann, drei Jahren gezeigt habt. Und vielleicht kannst du nochmal erklären, die Dreidimensionalität und das, was ihr euch hier hinten eigentlich gedacht habt. Also zuerst mal was von hinten ganz markant ist, kleine Kabine, breite Spur. Und diese breite Spur wird unterstrichen durch ein extrem präzises LED-Leuchtenband. Und was neu ist, dass wir jetzt vertikale Elemente haben, die das Frontdesign zitieren. Und dadurch hat das Auto wirklich einen extrem progressiven, eigenständigen Charakter. Und das Detail liebe ich an dem Fahrzeug. Man muss ja auch mal sehen, wie breit eigentlich diese Schulterlinie hier ist. Kann man das vergleichen zum Vorgänger, zu diesem jetzigen Modell? Im Vergleich zum Vorgänger sind die Räder größer geworden, die Spur breiter. Das heißt, dieser Muskel ist deutlich größer als beim heutigen Audi A7. Und ihr habt euch noch ein kleines Detail im Leuchtenband ausgedacht, und zwar unter den vier Ringen. Das ist ja fast Formel 1 mäßig. Ist Formel 1 mäßig, ja. Ich meine, wir wollen ja auch Hightech sichtbar machen. Wir sind eine Technikfirma und das wollen wir sichtbar machen. Und deshalb gibt es hier diese Nebelschlussleuchte, ne? Genau. Zentral auf den Punkt fokussiert. Gut, es gibt aber Audi A8, Audi A7. Auf was dürfen wir uns denn freuen, was, sag mal, wirklich diese Formensprache wieder aufnimmt? Also als nächstes, ich sag dir, der Prolog-Teaser, drei Autos. Der A6 kommt als nächstes. Der A6 wird wieder ein eigenständiges Thema haben. Man sieht ja jetzt hier, dass dieser Wagen anders ist als der neue A8. Und genau so einen Schritt machen wir auch beim neuen A6. Und ich kann versprechen, der neue A6 wird, denke ich, in der Klasse das sportlichste, sexyste Auto. Kann ich mir vorstellen. Marc Lichte, vielen Dank. Danke sehr. Spaß gemacht. Danke auch. Drück die Daumen.